Der älteste Sohn von Verona Poth, Diego Poth, weiß mit seinen 18 Jahren schon genau, was er werden möchte: Golfprofi. Aus diesem Grund besucht der Promi-Sprössling das Sportinternat IMG Academy in Miami. Dort hat er die Möglichkeit, seinen Abschluss zu machen und gleichzeitig an seiner Golfkarriere zu arbeiten. Neben Golf werden auf der Schule auch andere Sportarten wie Tennis, Baseball, Basketball, Fußball, American Football und Leichtathletik gelehrt. Zu den bekanntesten Absolventen der Schule gehören die ehemaligen Tennisprofis Boris Becker, André Agassi und die Schwestern Serena und Venus Williams. Mit 4.500 Euro Kosten pro Monat ist die Sportakademie alles andere als günstig. Nun hat sich Diego auf der Eliteschule allerdings ordentlich Ärger eingehandelt. Laut Bildinformationen soll der Teenager während eines dreitägigen Turniers in Tampa mit drei weiteren Golfern unerlaubt das Hotel verlassen haben. Um Burger zu essen. Die Konsequenz? Diego wird 6 Wochen vom Training suspendiert. Verona Poth? Suspendierung ihres Sohnes hält sie für überzogen. Diego selbst hat sich noch nicht zu seiner Suspendierung geäußert, dafür sprach seine Mutter Verona Poth mit der Bild. Im Gespräch mit der Zeitung verteidigte sie ihren Sohn: Selbstverständlich habe ich Verständnis dafür, dass 1300 Schüler nicht machen können, was sie wollen. Jedoch halte ich die Entscheidung für sehr streng. In diesem Zusammenhang stellte sie klar: Ich bin froh, dass mein Sohn kein Streber ist, sondern Ecken und Kanten hat. Die Suspendierung sei in ihren Augen überzogen und sie und ihr Mann Franjo hielten die Entscheidung für zu streng, führte die 53-Jährige aus und ergänzte: Wir wussten ja auch im Vorfeld, dass schon bereits sehr viele andere Golfer vom Golfunterricht, auch wegen zum Teil, in unseren Augen, eher Lappalien, befreit wurden. Diego Poth, Promi-Sprössling, hatte schon Ärger mit der Polizei. Auch wenn Verona ihren Sohn verteidigt, wird sie nicht zu ihm in die USA fliegen und erklärte auch warum: Ich habe ihn so erzogen, dass er mit Problemen selbstständig klarkommen muss. Das hat er bereits und sich ein kleines Apartment gesucht und sein eigenes Sport- und Golfprogramm organisiert.